Auch wenn vieles in der Corona-Krise anders ist, die Drogenkriminalität hierzulande wächst weiter. Eine Entwicklung, die seit nunmehr 9 Jahren anhält. Der mit Abstand größte Anstieg wurde im vorigen Jahr bei Delikten im Zusammenhang mit Kokain festgestellt. Einen leichten Rückgang gibt es beim Handel mit Crystal Meth. Das geht aus dem Lagebericht des Bundeskriminalamtes hervor. Drogenabhängige mitten im Wohnviertel, ein Problem in vielen deutschen Großstädten. Doch Rauschgift wird in allen Bereichen der Gesellschaft konsumiert und die Zahl der Delikte steigt. 2019 hat die polizeiliche Kriminalstatistik 359.747 Straftaten erfasst. Das sind 2,6% mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Delikte steht im Zusammenhang mit Cannabis. Mit großem Abstand folgen Amphetamin und Kokain. Bei Kokain verzeichnete das Bundeskriminalamt den höchsten Zuwachs. Wir stellen fest, dass es keine Elite-Droge mehr ist, sondern gesellschaftlich weiter verbreitet. Und damit auch verfügbar und beobachtbar, auch bei jungen Menschen, die das in ihren Kontakten erleben, dass andere Kokain konsumieren. Einen Rückgang verzeichnete die Polizei hingegen bei Crystal Meth. Das sei ein Erfolg des Zusammenspiels von gezielter Prävention, etwa in Schulen, und Repression, so die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Da gab es eine enge Abstimmung auch mit den Polizeien vor Ort, wo wir gesehen haben, da haben wir Grenzübergänge, wo stark geschmuggelt wird. Da geht man noch stärker durch Polizeipräsenz rein. Aber auch in diesen Regionen sind wir von Gesundheitsseite verstärkt mit Prävention reingegangen. Insgesamt verschiebe sich der Handel mehr und mehr ins Internet. Und die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung beschleunigt.